Finale! Isolieren Sie die Leibgarde, da ist das dritte und vernichten Sie diese. Ja, also wieder vier Spieler. Bedenken Sie, dass nur ein Gegner besiegt werden muss. Ja, wahrscheinlich ist das der da ganz hinten. So, pass auf. Genau, baut mal. Okay, wir haben sogar Pius zum Start. Was ist denn hier los? Wäre jetzt natürlich lustig, wenn wir, hier, ne? Wenn wir hier Schiffe bauen dürften und dann einfach um die Gegner rumfahren. Das brauchen wir und dann brauchen wir hier auch. Guckt mal hier bitte, ob da Stein ist. Ganz ehrlich, unser mit dem Kind Kügel, da habe ich jetzt selber gerade einen Moment gebraucht, obwohl ich den Witz schon kenne. Aber wir haben ja auch eine Klimaanlage, die du, niemand braucht, also nicht Klimaanlage, eine, wie heißt es? Es gibt doch noch ein anderes Wort dafür, da bin ich jetzt blöd. Ich komme gerade nicht drauf. Also ja, eine Klimaanlage fürs Haus und muss man da eigentlich auch aber bestimmte Temperatur halt abmachen, weil ab so, ich glaube 27 Grad wird es halt echt kritisch für die Tiere. Ist das im Prinzip ein Chinchilla-Kühl, also ein, ne, ein Chinchilla-Chinchilla, weil ein Kühlgerät für den, für das Kim-Kühlgerät. Air Conditioner, genau. Ja, ich habe gerade das deutsche Wort irgendwie nicht im Kopf. So, baut mal bitte eine Steinmine, Leute. Das geht nicht. Wir können hier nicht mit nur einem Steinmetz arbeiten.
Und selbst wenn wir zwei draus machen, wird es eher kritisch. Schließt so einfach den Kühlschrank. Das macht man tatsächlich. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wenn die Temperaturen noch nicht ganz so krass sind, dass man den Badesand von den Chinchillas in den Kühlschrank packt. Würde ich aber bei uns tatsächlich aus hygienischen Gründen nicht machen. Weil die Sandbäder sind auch einfach zu groß. Weil wir haben so welche, die sind halt verschlossen bis auf die beiden Ein- und Ausgänge. Wenn man halt es macht wie andere, die dann irgendwie eine Auflaufform nehmen, wo sie den Sand reintun. Dann kann man das wahrscheinlich, wenn man vorsichtig ist, auch in den Kühlschrank packen, ohne dass man alles im Kühlschrank verteilt. Das wird nicht mehr nass werden. Ja, deswegen auch mit Sand. 0, 100, 100. Auslaufbar mit den Chinchillas in den Kühlschrank. Genau. Korrekt. Du hast das zu 100% richtig verstanden. Zwinker. Ja gut, Chinchilla werden in Deutschland auch zum Teil, Wollmäuse genannt. Warum hast du mich letztens vom Server geworfen, weil ich es falsch geschrieben habe? Weil es auf meinem Server meine Regeln gelten. Es nennt sich dann Ausübung des Hausrechts. Psychologie hilft. Ja, ist auch mal wenigstens ein Farbwechsel. Seine Füße unter meinem Server, es gelten meine Regeln. Genau. Warte, nein. Okay, Creative hat wieder seine 15 Minuten. Leute, die Luft ist rein. Was habt ihr vor? Wir müssen uns was überlegen. Meint ihr, wir können Creative, wenn er zurückkommt, überzeugen, dass er sich hier einen Bot anschaut? Also, dass der Stream vorbei ist. Astan, danke fürs Prime-Abo.
Ich komme hier gar nicht klar. Ich brauche doch noch einen zweiten Steinmetz. Die Steinmine alleine reicht leider nicht. Hier ist auch noch ein Steinfeld. Hat die Schildhüpfe vorne mit irgendwie hängen geblieben. Danke fürs Kindererzählung. Sehr gerne. Können wir denn mal ein Wasserwerk hinsetzen? Erstmal Grafik-Treiber ab. Bitte für einen Krieg gegen die Chinchillas beginnen, sollte präventiv gebannt werden. Das wagt er nicht. Er will einen pinken Chinchilla erschaffen. Das ist ein Chinchilla-Verehrung, eine Chinchilla-Veranstaltung. Ich glaube, es kommt darauf an, zu welchen Mitteln er dazu greift. Witzigerweise beides, ja, das stimmt schon irgendwie. So, uns fehlen Äxte. Haben wir dieses Mal einen Jäger? Nein. Aber wir kriegen ja so oder so wahrscheinlich einen Jäger aus, wir werden ja so oder so Bögen machen, also können wir auch ein paar Jäger bauen.
Wasserstoffperoxid inspiriert aus, um Chinchillas blond zu färben. Oh, die armen Tiere. Abgesehen davon, dass Abby so ein schönes schwarzes Fell hat. Bei Ivy würde man das wahrscheinlich gar nicht sehen. Also auch, dass seine zwei, drei grauen Haare verschwinden würden. Okay, wir haben genug Siedler und das Haus ist gleich auch fertig. Wait, so, boom. Mach mal da bitte frei. Wird das Fury Crafting aber wild im Chat. Wie oft Tiere mussten vor der Opferung ihre Zustimmung erteilen? Meistens herbeigeführt dadurch, dass es mit Wasser besprenkelt wurde oder dass ihnen irgendwie futtert, wo die Nase gehalten wurde, dass sie den Kopf geneigt haben. Das ist dann halt so das Ding, wo dann halt auch die Menschen schon wieder dann. Ne, die Loopholes gefunden haben. Genauso wie mit, wie gesagt, wie wir die Tage noch drüber gesprochen haben, mit Maultaschen. Versuchst du sonst mal von einem Tier eine klare Einwilligung zu bekommen, es zu opfern? Nö, weil ich so eine Opferung gar nicht durchführen könnte.
Auch wieder sehr kreativ mit den Namen. Die Namen hier. Grün und Gelb heißen gleich. Und es würde Sinn ergeben, wenn man sagt, das sind die Leibgarden und Blau ist Darius selber und ihn müssen wir töten, aber so ergibt das halt null Sinn. So, baut mal schön die großen Wohnhäuser. Haben Stiere Menschen erfüllt wie eigene Triebe. Ja, das ist dann die nicht jugendfreie Version von Herkules. Nicht das, was Disney produziert hat. Boah, die Disney-Version von Herkules, das ist halt auch einfach so komplett fernab allem, worauf es basieren will. Eine Disney-Version trotzdem, aber eine der wenigen Disney-Filme, mit der ich nicht zwangsernährt wurde. Oh, das klingt nach einem Trauma. Ich habe den Film auch gesehen und ich meine, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass da irgendwie ein Quellmaterial gibt, okay, aber wenn du halt ein bisschen über griechische Mythologie weißt, dann ja, ich glaube, dann heult man und vor allem, ich glaube, der Film kam auch deshalb gar nicht so gut in Griechenland an. Ich glaube, die Griechen fanden das eher respektlos. König der Löwen ist toll, keine Frage, aber 100 Rewatches. Ja, kommt drauf an, in welchem Zeitraum. Eine Mythologie als Ganzes ist finde ich, eine sehr spannende Angelegenheit.
So, okay, die sind fertig. Kirchengötter waren doch bestimmt die ersten Fairies. Das ist, das ist krass, ja. Das ist ein krasser Take. So, wir brauchen noch eine Sense. Schon mal zwei Burgen. Kriegen wir noch eine dritte hier irgendwie hin? Ich bin mal gespannt, ob ob die anderen drei Gegner alle Trojaner sind, aber ich vermute mal ja. Und wenn ja, wäre das sehr traurig, weil dann haben wir die ganze Kampagne wirklich nur Mirror Matches gehabt. Da ist noch mehr Gold, das sollten wir uns mal snacken. Das ist einfach nur ein Trojaner, der anscheinend sitzt und gegen ein Spiegelbild kämpft.
Also ich weiß ja zufälligerweise, dass die ursprünglichen Pläne für Siedler 5, bevor daraus das Erbe der Könige wurde, dass es da Pläne gab, die Römer durch die Griechen zu ersetzen und auch viel mit Olympiaden zu arbeiten. Einfach ein komplett anderes Spielprinzip. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man die Völker aus Siedler 3 und Siedler 4 sich anguckt und wenn man dann noch guckt, was will man da für Völker haben, und wenn man dann noch mal einen Siedler 5 Entwurf dazu nimmt, dann sind die Griechen einfach das redundanteste Volk, das du haben könntest. Weil wir haben die Römer, die sehr viel von den Griechen kopiert haben. Wir haben die Trojaner, die auch, da es sich um die homerischen Trojaner handelt, sehr starke griechische Einflüsse haben. Die Amazonen stammen aus griechischer Mythologie und Legenden. Und wenn man dann noch die Atlantiden dazu nimmt, die auch aus einer griechischen Legende stammen, dann hat man eigentlich im Prinzip vier Völker, die mehr oder weniger Griechen-Elemente haben. Ich glaube, irgendwie sollte Kriegsführung durch Olympiaden ersetzt werden, so wie so ein bisschen das neue Siedler, bevor es gekillt wurde, mit diesen Arena-Wettkämpfen arbeiten wollte. Aber ich glaube, das hat es auch nicht über die Konzeptphase hinaus geschafft. Also da hat Guybrush tatsächlich vor einer Weile, aber ich glaube, das wird man jetzt nicht mehr finden, bei Maurice Weber im Stream drüber gesprochen. Wir setzen den Siedler einfach ein Volk durch die Grünen. Das Volk vom Tonga-Imperium. Da weiß ich gerade gar nichts drüber. Aber ich weiß einfach so, es gibt einige Gebiete der Welt, die ziemlich unterrepräsentiert in solchen Spielen sind. Gebt mir alle Völker aus Siedler 2 wieder, thanks. Ja gut, ich meine, in der Hinsicht fehlen ja eigentlich nur die Nubier. Ich weiß einen aus meinem ursprünglichen Heimatort, ein anderer Junge der Nachbarschaft, der hatte auch Siedler 2 und wir haben uns dann total darüber amüsiert, dass die Nubier, das sah halt aus wie eine Kokosnuss, der Schild. Einfach so ein riesen Kokosnuss, die er als Schild benutzt. Wir haben uns darüber so beömmelt. Hi FFVD, willkommen zum Stream. Ersten S2 nicht aus Sudo und Japanern. Nee, es gab Römer, Wikinger, Japaner und, wobei die halt meistens in einem Remix durch die Chinesen ersetzt werden, und Nubia. Return to the Roots hat dann noch zusätzlich Babylonia. Ja, Persien wäre schon auch irgendwie Persien, Indien. Also, es gibt genug Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe auch im Set. War es im Set, das United Discord? Hatte, glaube ich, auch mal jemand
mal ein bisschen, ich glaube, der hatte angefangen, sogar ein paar Gebäude zu modellieren, wie eine indische Zivilisation in Siedler 3 aussehen könnte. Und ich glaube, seine Idee dafür war, dass die Inder kein Sägewerk haben. Ich frage mich zwar, warum, aber okay. Kann es in HGLG bitte Japaner geben, die dann Anime-Siedler und Krieger haben? Die kannst du dann selber reinmodden. Jetzt rein wurde, werden wahrscheinlich eher Hentai-Siedler und Krieger. Das hast du jetzt gesagt. Weise alle Verantwortung von mir. Wow. 10 von 10. Dazu ist noch die amerikanischen Südstaaten, die nur ein Gebäude, die Plantage haben. Und das kann dann alle Ressourcen herstellen. Und die DDR, die Platten baut, statt Wohnhäuser baut. Uff. Da müssen wir dann noch irgendwie ein Bananen-Meme mit einbringen. Oder ein Joke über die Planwirtschaft. Liechtenstein darf nur auf 5 Quadratmetern bauen. Genau, DDR baut als Opfergabe Bananen an. Aber wem opfern sie das dann? Weil war die DDR nicht relativ säkulär? Sie opfern das Stalin, sie opfern das Allgemeinwohl. Atheismus ist hier im Osten quasi Staatsreligion. Warum Gold? Wir müssen Zierobjekte bauen. Wieso haben wir so wenig Kohle? Was ist hier los? I don't understand. Mit einem Tempel des Allgemeinwohls, ob Restauratoren genannt.
irgendein Kommentar dazu, dass die effektivste Expansionsstrategie scheinbar der Landpenis ist. Naja, Pios sind halt hart genervt worden in Sita 4. Die DDR hängt an den Trabi als Kriegsmaschine. Oh je. Aber auch bitte dann mit einer Bauzeit von 20 Jahren. Expansion geht dann über Berliner Mauer. Nee, aber die Verteidigung. Muss ich mir gerade vorstellen, weil Age of Empires hatte ja auch die Cheat-Einheiten gehabt, die Cobra zum Beispiel. Ich muss mir gerade vorstellen, was los wäre, wenn man praktisch den Trabi als Cheat-Einheit integrieren würde, aber er ist halt maximal OP. Neue Trojaner-Muck und sofort, weil ich noch trauriger nicht spielen kann. Die ist nicht neu, die Musik. Die waren, glaube ich, nur irgendwie im falschen Dings. Da war. Also der Track war vorhanden. Kam Max Büster als Zielobjekt. Aber wieso kannst du die Mod nicht spielen? Brandenburger Tor als Zielobjekt. Leute, wir brauchen Kohle, wir brauchen Brot, wir brauchen Gold. Der FKK-Strand. Das ginge auch, da hast du recht. Aber da muss man es auch machen wie bei Sims, dass bei den Siedlern dann halt alles verpixelt ist. Und zwar der ganze Körper. Die GOG-Version bei S3 ist kompatibel, nur die bei S4 nicht.
FKK sieht da halt einfach die Auflösung von S2 oder S1. Das wäre auch lustig. So als In-Joke. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, S4 braucht die History Edition aus technischen Gründen. Wobei es ja für die S4 Gold Edition ja trotzdem noch die Enhanced Edition gibt. So, um ehrlich zu sein, ich fühle mich nicht wirklich bedroht von Grün und Gelb. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wählen wir auf Blau los, sobald wir ein bisschen Kampfkraft gepusht haben. Was ich aber nur tun kann, wenn meine Goldprobleme langsam mal ein bisschen in den Griff kämen. Ein Siegerobjekt, welches möchtest du denn haben? Und wo? Na, langsam kommt hier mal ein bisschen was durch. Brandenburger Tor bitte nah zum Gegner. Der Torbogen ist tatsächlich echt halbwegs gut geeignet zum Mauern, zumindest in der Ausrichtung. Da rennt was durch die Mauer. Ach ja. Ich bin nicht besonders besorgt. Aber es ist auch wieder nur grün. Alle anderen Spieler existieren leider nicht, anscheinend. Hier schön mit ihren L1ern. Aber wir sind auf normal. Das hat sich nicht vorhin zurückgestellt, wie es manchmal gerne passiert. Oh, hallo Gelb.
Hab nur 100 Minuten gebraucht, um aufzutauchen. Und dann kommt ihr einfach mit so einer winzigen Truppe. Aber das heißt nichts, wenn die L1er schicken, weil es kann auch einfach nur sein, dass halt die Priorisierung gerade anders war. Weil die KI produziert immer alles. Also zumindest auf normal, auf leicht macht sie, glaube ich, wirklich nur L1er. Alles klar, wieder mit. Danke fürs dabei sein. Gute Nacht. So, beginnen wir mal mit der Suche nach Blau. Oh, ein schönes Bottleneck hier. Hey, die alle hängen sich hier wegen dem diesem Ausguck hier auf. Aber der eine Maya-Siedler, der auf dem großen Turm auf dem Balkon steht und nichts tut, der interessiert irgendwie niemanden. Ich nehme an, es gibt keinen Weg, Grün und Gelb komplett zu umgehen. Immer große Armeen. Oh ja, definitiv. Baut mal ein Lazarett hier drüben. So, da ist Gelb. Dann schlagen wir uns auch durch Gelb durch, würde ich mal behaupten.
Irgendwas crasht hier gerade. Also, wie es aussieht, verschiebbarer FE schützt nicht vor weiteren Abstürzen. Okay, das hat aus irgendeinem Grund die Farbe zurückgeändert. Interesting. Nee, ich nehme jetzt keine Schlachtrede raus, das kann ich nicht. Alles klar, Jami, gute Nacht. Okay, das Zitat kenne ich leider nicht. Das ist aus Herr der Ringe. Ja, hab ich jetzt gerade nicht wieder erkannt. Ist aber auch leider echt eine Weile her, dass ich die Filme gesehen habe. So, wir gehen jetzt aber auf Vollschwerter. Oh, jetzt erobern sie gerade das hier zurück. So, ihr kommt mal nach.
Okay, jetzt teilen die sich irgendwie auf. Ich muss zugeben, mein Fidget Spinner ist unterhaltsamer als du. Das nimmst du zurück. Mein Fidget Spinner ist total, wenn jetzt alles nach dem Intro kommt. Bruh, das ist literally das Gleiche. Ich bin der Fidget Spinner, genau. Boah, die Trojaner haben halt auch wirklich nur diesen einen Zauber, ne? Ich hab mir gerade, glaube ich, was? 60 oder 50 Vertis weggesnackt damit? So, die Bogenschützen könnt ihr von mir aus snacken, das ist nicht das Problem. Ein kleiner Turm, sehr gut.
Los, tötet sie. Okay, wow, das hat auch funktioniert. Oh, warte mal, noch den Turm. Weil das, die kleinen Türme sind so schöne Ziele. Okay, Gelb produziert jetzt auch nichts mehr. Und ich denke mal, wenn wir die Kaserne zerstören, ist Grün auch handlungsunfähig. Hier sehen Sie, wie sich die pinke Armee ihre Opfer auf gewaltsame Weise einverleibt. Sehen Sie nicht länger Granus zu. Stehen Sie nur ein Level so drei Soldaten an die Grünen. Trojaner haben die beste Kampfmusik im Spiel. Ja. Durchaus. So, ich sehe von Blau noch nicht so viel, dafür, dass wir hier drüben eigentlich fast alles kontrollieren inzwischen. Wahrscheinlich hat er so ein winziges Gebiet und da ist alles voll mit Level 3 Soldaten oder so.
Na, ist blau. Okay, die laufen aber passgenau dran vorbei. Ich glaube, es ist besser, wenn es mir die nächsten Stream auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm spielt. Und so können wir den Paar-Panamismus noch stoppen. Das geht wahrscheinlich auch noch echt mit einem Filter. Und tschüss, Schwertis. War schön mit euch. Dann müssen wir erstmal blau dezimieren. Blau hat natürlich Mana ohne Ende wahrscheinlich jetzt. Oh Leute, nicht schon wieder. Pink gleich FE. Ja, wie wir sehen. Leute, es ist gut jetzt. Das ist doch jetzt nicht wahr. So, alle zurück, raus, 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 raus. Aber was triggert das denn jetzt? Der sicherste Weg, FEs herbeizuführen, ist Pathfinding überlassen. Aber was überlastet hier das Pathfinding? A12 ist 10 Minuten her. Können wir vielleicht, wenn wir mit ein bisschen mit, okay, nee, F12 will er auch nicht. F12 ist auch böse. Dann habe ich ja nicht wirklich eine Wahl, als zurückzuspringen. Super, danke Spiel. Aber das überlastet jetzt nicht das Pathfinding, ne? This is fine.
Okay, jetzt ist sogar die Musik überfordert. So, ihr dürft einmal den nächstbesten Weg nehmen. Und jetzt stürzt es wieder ab. Aber warum? Irgendwas, sobald ich den blauen Spieler erreiche. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Maps insgesamt ein bisschen absturzfreudiger ist. So, wir machen jetzt einfach mal nichts. Selbst ihr macht jetzt einfach mal nichts. Wir haben übrigens auch keine Siedler mehr. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Jo, also ich habe das, also irgendwas triggert hier. Irgendwas triggert und deswegen darf ich nicht weiterspielen. Und ich habe das Gefühl, es ist immer die Zeit, ne? Kann ich. Ich guck mal kurz ins Skript. Passiert da irgendwas Krasses? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Nicht wirklich. Ah, ich sehe hier eine Spawn-Funktion. So, die beiden Spawn-Funktionen für die Träger, weil. Die sollen triggern, wenn ich da hingehe. Nee, sie sollen triggern, wenn ich nicht dahin gehe. Moment.
Nicht, dass das Spiel irgendwie davon kaputt geht, dass diese Orte besetzt sind. Aber ich meine, das verwenden ja eigentlich alle Karten dieser Kampagne in irgendeinem Ausmaß. Also ihr seht das jetzt nicht, aber ich muss mir das jetzt mal kurz angucken. Wir haben ja vier Koordinaten, wo das passiert. 655, 213. Das ist relativ nah da dran. Also da kriegt die KI durchaus ein paar Siedler. Und zwar 40 Stück auf einmal. Und oben oh. Oh ja, ich glaube, ich sehe es. Hier oben. Hier oben sollen Siedler spawnen. Zumindest wenn keine Einheiten von mir dort sind. Ich weiß nicht, ob die Einheiten in dem Turm zählen. Aber da es erst auftritt, wenn ich hier die Bereiche erobere, muss da ja irgendwas dran sein. Und es gibt hier beide Spieler haben jeweils zwei so Gebiete, die sind alle an den Grenzen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Das würde auch erklären, warum es praktisch nach Uhrwerk zu gehen scheint. Ich glaube, der nächste FE wird wahrscheinlich zu einer vollen Minute kommen. Die Häuser habe ich schon gebaut. Oder zumindest einen Auftrag gegeben. Scheint also so, als werde ich wahrscheinlich beim Missionsguide ein paar FE-Vermeidungstipps geben müssen. Hat jemand gerade die Uhr gesehen?
Ja, ich glaube, das kann sein, dass der Tick daran ausgeführt wurde. Lass mich noch mal kurz schauen. Gibt es noch andere Locations? Gibt ja zwei Sets. Die 66, 325. Das ist suspicious nah an dem Turm, der gerade erobert wurde. Was implizieren würde, dass die Soldaten in meinen Turm doch. Aber dann kann ja nicht die Situation. Eigentlich nicht die Situation entstehen, dass Einheiten an Orten spawnen, wo sie nicht spawnen dürfen. Wir machen jetzt mal nichts weiter. Es ist immer, wenn dieser Turm fällt. Das kann kein Zufall sein. Also aus irgendeinem Grund mag das Spiel es nicht, wenn die KI den Turm zurückerobert. Aber warum? Wenn ich den jetzt abreiße, dann ist alles fein. Was ist jetzt mit dem Turm nicht in Ordnung? Moment, das kann doch nicht sein, dass wenn ich den Turm abreiße, habe ich sofort FE. Oh Junge, aber warte, liegt es daran, dass hier der Befehl noch drin ist? Nö. Dieser Turm darf nicht zerstört werden, aus irgendeinem Grund. Das ist doch nicht die Possibility hier gerade. Also das ist gerade so spezifisch. Darf der Turm denn wenigstens erobert werden? Oder habe ich mir da jetzt einen Klotz ans Bein gebunden? So, A19 wird jetzt der Safe, wo wir das durchtesten. Letztes Mal Kriegsmaschinen genutzt. Ich bezweifle, dass das fürs Spiel einen riesen Unterschied macht.
Müssen wir jetzt doch alles säubern? Einfach damit wir keinen Konflikt hier haben. Ist das die Possibility, dass wir das tun müssen? Ich glaube, ich muss mal nachfragen, ob, ich glaube, FEs werden nicht so aktiv verfolgt, weil es einfach eine Plackerei ist, aber ich werde trotzdem mal fragen, was hätte das denn, ob es hilft, wenn sie einen Safe haben, wo ein FE reproduzierbar ist. Lass mal bitte, ob es wieder der Waffenwechsel ist. Warum hast du jetzt in der Waffen, dass ich dann Sauberfähigkeit schon weed sind? Aber das ist ja, beides Trojaner. Also da kann ja auch gar nichts umgewandelt werden. Wir haben auch keine Rucksackkatapulte. Gut, wir haben ein paar Rucksackkatapulte dabei. Aber wie gesagt, es ist Trojaner gegen Trojaner. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Friedensstiften-Zauber im großen Stil da ein bisschen Trouble macht. Weil die KI ja ihn doch recht aggressiv einsetzt, in der Mangelung anderer Kampfzauber. Vielleicht wirklich nur der Originiger wechselt oder nicht. Weil die Waffen, man ihr gehören. Ja gut, aber Moment. Umgewandelt werden dabei ja wirklich nur Spezialwaffen. Das heißt, es müsste wenn, dann triggern, wenn Rucksackkatapultisten getroffen werden, von denen wir nicht sehr viele haben. Und ich vermute, wenn eine Waffe auf neutralem Gebiet wird ja auch nicht umgewandelt. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass der Zauber irgendwie unsauber gecodet ist, aber das ist schon ein bisschen sehr spezifisch gerade.
So. Aber jetzt sind wir auch bei 3,7. Und alles ist gut. Wir heilen die einfach mal alle. Vielleicht ist auch die Waffen-ID intern falsch. Bei Friedensstiften gibt die Waffen an demselben Counter, aber die Variable zu klein. Ja, wie gesagt, dass da irgendwas unsauber gecodet ist, das kann sein. Warte, ich guck mal, dass ich den Safe einschicke. Und sag hier, der Turm reißt den ab. Beziehungsweise wird auch den anderen. Der Turm, wenn der erobert wird, ist Schicht. Das Problem mit den FEs ist ja normalerweise, dass sie halt nicht sauber reproduziert werden können. Es hatten auch irgendwie ein paar Leute FE, also wiederkehrende FEs mit, auf diesen Karten gemeldet. So, ist das jetzt schlimm? Ja, der darf nicht erobert werden. Der darf nicht erobert werden. So, ihr haltet bitte die auf. Okay, jetzt habe ich einen. Warte, jetzt habe ich einen verschiebbaren FE. Hi Bushi, willkommen zum Stream. Das ist gerade absolut scuffed. So, wir versuchen jetzt bei Blau einzumarschieren. Wir sind fast fertig mit der Mission. Ich könnte schon seit einer halben Stunde fertig sein, wenn das Spiel nicht dauernd crashen würde. Also wir haben gerade festgestellt, dieser Turm darf weder abgerissen noch erobert werden. Sonst ist instant FE.
Boah, guckt euch das an, der Spam. Der hat nur eine Mana-Produktion und der kriegt 500 Mana noch zum Start, habe ich vorhin gesehen. Und der hat natürlich jetzt über 3 Stunden durchproduziert. 4 sogar fast. Ich konnte auch nicht einfach sagen, die Burg erobern reicht. Das wäre ja zu leicht gewesen. Guckt euch an, wie viele Siedler hier stehen. Das waren alles mal meine Soldaten. So, und der will jetzt auch den Turm hier haben. Die KI versucht hier gezielt FEs herbeizuführen. Dass ich das noch erleben darf. So, die haben übrigens auch alle 150% Kampfkraft. Aber das müssten wir jetzt eigentlich haben. Nice. Das war jetzt viel, viel krampfiger, als es hätte sein müssen. Aber damit haben wir alle Kampagnen durch.
Jetzt fehlen nur noch Einzelspielerkarten und natürlich muss ich Zeit finden, die Guides hier auch irgendwann noch durchzuschieben. Aber das reicht dann auch für heute Abend. Ich guck, dass ich den Safe hier mal bei SU einschicke, wenn die damit was anfangen können. Aber das ist ja wirklich nur krampfig gewesen jetzt. Also die KI konnte ja jetzt wirklich gezielt die Sachen herbeiführen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass ja, das Frieden stiften und die Art und Weise, wie die KI ihn einsetzt, ein bisschen, also technisch einfach Probleme macht. Keine Ahnung. Ich danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich weiß nicht, ob ich Donnerstagabend wie üblich streame, aber ja, mal gucken. Bis dahin.